Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Lauchs, ich bin Redakteur bei der DFV Mediengruppe unterwegs für den Pack-Report heute an Nuga Foodtech 2024 in Köln, Tag 3. Wir sind heute über Mittag dankenswerterweise zu Gast bei Multivac, ein Unternehmen, das man natürlich in der Verpackungsbranche bestens kennt. An meiner Seite heute der geschäftsführende Direktor aka CEO Christian Traumann. Herr Traumann, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen bei uns auf dem Stand. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke sehr. Multivac in Halle 8, also kann man wirklich nicht übersehen, wie immer Riesenpräsenz und wirklich rappelvoll, Herr Traumann. Wir hätten Probleme, einen Tisch zu finden jetzt, glaube ich. Ja, deshalb sind wir hier reingegangen. Draußen hätten wir weder vom Geräusch her noch vom Platz her was gefunden. Und das liegt eben auch daran, dass wir ein Feuerwerk an Innovationen zeigen und die Kunden wirklich ganz interessiert kommen und man muss sagen, im Gegensatz zu 23, jetzt in 24 auch die Investitionsbereitschaft deutlich höher ist und wir schließen Aufträge ab auf der Messe und zwar in sechsstelligen Bereichen, was wir eigentlich eher nicht so kennen und da muss man einfach sagen, die Leute wollen und liegt natürlich auch daran, wir haben eine komplett neue Slicer-Generation, wir haben einen neuen Portionierer, wir haben viele, viele Verbesserungen in unseren traditionellen Maschinen und das motiviert die Menschen. Aber Traumann, sind es nach wie vor die Dauerbrenner, also Stichwort Digitalisierung, Materialreduzierung, Materialeinsparung, Innovationskraft ist ja immer da bei Multivac eigentlich. Wo würden Sie sagen, hat sich die Schwerpunkte verschoben oder sind es wirklich die Themen, die immer unter Nägel brennen? Nein, es hat sich ein bisschen verschoben. Wir zeigen draußen eine 35 Meter lange Linie mit einem Slicer vorne, Qualitätssicherung, Verpackung, nachher nochmal Kontrolle, Etikettierung, Endverpackung. Und dort geht es darum, die fahren wir mit einer Person. Diese ganze Linie, und zwar über die Multivac Line Control, kann ich die über jeden Bildschirm in der Linie, kann ich diese Maschine bedienen, die ganze Linie bedienen, einzelne Maschinen, einzelne Teile bedienen. Ja. Und das führt eben dazu, und das sind so ein bisschen die Themen, die Leute interessiert, nämlich Personalreduzierung. Ja. Und nicht, weil man Personal einsparen will, sondern weil man gar kein Personal mehr hat. Okay. Und dann natürlich so Changeover on the fly, also das Thema Nachhaltigkeit, da können wir mit einem Leertakt plötzlich ein ganz anderes Produkt fahren, auch zentral umgestellt, sonst früher hat man die ganze Linie leer fahren müssen. Heute macht man das mit einem Leertakt und fährt ein neues Produkt. Und das sind so das, was die Leute interessiert, Energiesparmaßnahmen in den Anlagen, die Anlagen, die gerade nicht laufen, die werden runtergefahren und da haben wir, glaube ich, einfach die richtigen Themen adressiert und das ist auch das, was ich merke, wo die Leute darauf ansprechen. Okay. Nun ist ja Multivac traditionell sehr global, international aufgestellt. Wo würden Sie sagen, in welchem Kontinent, aus welchem Land tut sich im Moment am meisten, also wo brennt es? Das kann man jetzt gar nicht so sagen. Man kann aber sagen, dass diese Messe hier die Amerikaner nicht so sehr anzieht. Liegt sicherlich auch daran, dass die jetzt gerade drei große Messen selbst in Amerika hatten. Aber es ist eine extrem internationale Messe geworden. Die Anuga, die hat sich da sehr stark gewandelt. Mhm. Vor 23 Jahren, als ich bei Multivac angefangen habe, da war das noch eigentlich eine Lokalmesse. Ja. Und die ist bei weitem nicht mehr so. In Deutschland ist stark. In Deutschland tut sich was, aber auch die ganzen osteuropäischen Länder, wir sehen Asiaten da, ganz, ganz spannende Themen, aber durch unsere Globalität, wir hatten gestern mongolische Kunden da, wir haben albanische Kunden da, also wir haben da eine ganz breite Mischung und das gibt uns natürlich auch so eine gewisse Sicherheit. Da hilft natürlich Ihr sattelfestes Englisch. Da hilft mein sattelfestes Englisch unter anderem, jawohl, ich spreche noch ein paar andere Sprachen, aber das Englische ist sicherlich das, was ich 60% des Tages spreche und das genieße ich auch. Und ehrlich gesagt, ich persönlich genieße es auch sehr, mit Kunden unterwegs zu sein und das macht mir sehr viel Freude. Und wissen Sie, da, bei mir landen nicht immer unbedingt die angenehmen Themen, sondern meistens die schwierigen Themen, aber das ist auch eine Herausforderung und das ist eine schöne Herausforderung und deshalb bin ich ein echter Messefreund. Nun sind Sie ja nicht nur Messefreund und Multivac-CEO, sondern Sie sind auch Vorsitzender des VDMA-Fachverbandes, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. Ich erinnere mich noch gut an die Pressekonferenz, vergangenes Jahr Interpack. Da war wirklich das Stichwort Investitionszurückhaltung, vielerlei Gründe, Angriffskrieg gegen Russland, steigende Energiepreise, Inflation, Zinspolitik. April 2023 im Vergleich zum März 2024. Wo stehen wir heute? Stichwort
Investitionen zurückhaltung. Wir merken deutlich, dass dieser Propfen auf den Investitionen sich gelöst hat. Ich glaube, die Leute stehen auch einfach an. Also es wird ja nach wie vor gegessen, es werden müssen Anlagen ausgetauscht werden. Was wir ganz viel hören von Kunden ist, dass bei alten Maschinen Bauteile abgekündigt werden. Also gerade im Elektronikbereich haben die plötzlich Not, Ersatzteile zu bekommen. Die Maschinen können nicht mehr repariert werden. Also lauter so Sachen. Aber natürlich erstmal brauchen wir so ein bisschen positive Grundstimmung. Ne? Das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung und ich merke die. Okay. Gibt es da irgendwas Handfestes, wo Sie greifen können, also wo Sie sagen können, die Leute sind abgehärtet gegen Krisen, sage ich mal. Corona, Ukraine ist wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Gibt es da irgendwas, wo Sie daran sehen, diese Stimmung festmachen würden? Ja, sicherlich. Aber natürlich erstmal die Inflation und die Erwartung auf Zinssenkungen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema, weil natürlich viele Leute ihre Investitionen auch wirklich rechnen. Dann ist es natürlich, so traurig das ist, aber es ist natürlich auch so eine gewisse Krisen gewöhnt, sich an Krisen zu gewöhnen. Absolut. Und das merkt man so ein bisschen an den Menschen und die sagen einfach, das Geschäft geht weiter. Ja. Ne, und wir wollen einen Teil vom Kuchen. Jetzt haben wir natürlich ganz spannend seit letzter Woche die Europäische Verpackungsverordnung, die nochmal ein ganz anderes Schlaglicht auf viele Themen wirft. Das haben Sie jetzt angesprochen. Das habe ich angesprochen. Ich bin da sehr tief involviert. Ich kenne mich da relativ gut aus, weil mich das natürlich auch oder uns das hier sehr stark betrifft. Ich bin nicht glücklich, das hat mal einer der großen Wirtschaftslenker in den 50er Jahren gesagt, so schlecht kann die Politik gar nicht sein, dass wir als Industrie nicht trotzdem unser Geschäft machen. Und nehme ich mir immer wieder morgens vor und gebe mir sehr viel Enthusiasmus an die Themen ran und wir werden Lösungen finden. Es hätte aber bessere Lösungen gegeben. Okay. Wird man da im Nachhinein, Herr Traumann, jemandem Vorwürfe machen? Also sage ich mal, es gibt ja bestimmte Fraktionen, die sind durchaus glücklich mit der PPWR. Gibt es andere Fraktionen, nennen es keinen Namen, die beschweren sich natürlich. Ich sage das auch völlig zu Recht. Das heißt, ist vielleicht dieser Kompromiss, der gefunden wurde, vielleicht doch kein so guter Kompromiss, auch mal ein bisschen objektiver betrachtet? Nee, glaube ich eben auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich, was man als faulen Kompromiss bezeichnet. Und das ganze Problem, und da will ich jetzt auch gar nicht auf irgendeine Fraktion im Europäischen Parlament abstellen, das ganze Thema ist ja sehr ideologisch getrieben. Und anstatt wirklich zum Beispiel dieses Kreislaufthema, wir, die Industrie, und zwar vom Folienhersteller, über den Verpacker, wie wir es sind, über den Kreislaufwirtschaft kennen wir. Kreislaufwirtschaft können wir. Jeder kennt die Flaschenautomaten im Supermarkt. Ja. Also wir könnten eigentlich da was richtig, richtig Tolles, wirklich extrem Nachhaltiges und für uns alle, und ich habe drei Enkelkinder, für uns alle wirklich tolle Lösungen finden, wenn wir das nicht immer wieder aus dieser komischen ideologischen Brille betrachten würden. Und das finde ich schade, da haben wir eine Chance verpasst. Ich hoffe, dass wir uns eines Besseren besinnen über die Zeit. Im Augenblick haben wir diese Chance verpasst. Wir stellen uns darauf ein. Die Kunden werden andere Maschinen brauchen. Ja. Diese Maschinen bauen wir. Diese Maschinen werden wir verkaufen. Ja. So gesehen, alles gut. Okay, prima. Herr Traumann, erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Anmerkung. Dritter Messetag. Sie sehen unfassbar frisch aus. Was ist Ihr Geheimnis? Mein Geheimnis ist wenig Alkohol trinken, abends früh zu Bett gehen und einfach, ich kann Ihnen nur sagen, dass meine Kinder lachen über mich, wenn ich von der Messe erzähle, weil ich sage, Papa, du bist wie aufgedreht. Eigentlich müssten wir dir Ritalin geben. Mir macht das einfach unglaublich viel Freude, hier zu sein. Mir macht es unglaublich viel Freude, mit Geschäftspartnern, mit Kunden zu reden, mit Ihnen zu reden. Macht mir das immer Freude und so gesehen, das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass man sich einfach an seiner Arbeit freut. Herr Traumann, viel Spaß weiter im Getümmel. Hat mich sehr gefreut für das Gespräch. Bis zum nächsten Anuga Foodtech spätestens. Und Ihnen ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich sage alles Gute nochmal, Christian Traumann. Alles Gute für Sie zu Hause und ja, bis demnächst. Alles Gute. Ciao.